Skala. Wie man sieht, die Stimmung im Studio ist bereits sensationell. An meiner Seite heute, und darauf bin ich sehr, sehr stolz, eine Dame, die tanzt dermaßen, dass man für sie, die hätte die Musik erfinden müssen. Dabei kann sie auch noch singen, dass man einfach sagen muss, Gott, ich danke dir, dass ich das hören darf. Dann hat sie eine wunderbare Stiftung für benachteiligte Kinder, aber trotz alledem und ihrer Figur, sie kann kochen wie ein junger Gott. Was kochst du Leckeres? Ich mache einen wunderbaren Kuchen. Ja. Das heißt also, eigentlich ist es ein Zwetschgengratin. Katja Epstein, soll ich dir das vielleicht so hochhalten? Ja, ich muss da leider hinkommen. Ja? Also, herzlich willkommen, Katja Epstein. Wir machen es nochmal ganz neu. Was kochst du? Zwetschgengratin. Sie macht Zwetschgen-Grateng. Ne? Sieht nachher aus Grateng. Wie ein Kuchen, ist eine wunderbare Sache. Grateng ist hochdeutsch. Ja, sehr so, und ich werde ein wunderbares Zanderfilet in einer Brotkartoffelkruste machen. Dazu ein Spitzkohlgemüse. Lecker. Und ich freue mich sehr. Aber ganz ehrlich, ich und Katja, ein Traum. Aber was wäre diese Sendung ohne den Mann, für den der Spargel im Glas wieder acht wird? Johann Lafer. An meiner Seite, Parodist, Kabarettist, herzlich willkommen. Hier ist Jörg Knörr. Dankeschön. Hallo. Lieber Jörg, ja. Du bist ja für mich ein Allround-Talent. Wie schaut es mit Kochen aus? Ich kann Alfred Biolek parodieren, ich kann Rainer Kallmund parodieren und ich kann meinen Kindern was machen, was ihnen schmeckt. Und das ist schon relativ viel. Heute, ja, kann man sagen, genau. Heute hast du die Aufgabe zu machen, einen Curry-Kartoffelsalat mit Rostbeef-Röllchen, die gefüllt werden. Aha. Oh. Wie würde, geht weg wahrscheinlich. Wie würde Kallmund das finden? Also wenn man das vorsetzt, dachte am Ende immer nur eins. Kinder, es ist lecker, aber doch zu wenig. Es ist immer zu wenig. Beim Kallmund sagt immer, ich kriege immer 20% mehr auf dem Teller, außer Tiernahrung natürlich. Ja, genau, genau. Ja. Und ich, liebe Zuschauer, werde zubereiten heute wunderschöne Lachspralinen. Und zwar Lachspralinen gefüllt mit Lachs Tatar. Das Ganze gegart ein bisschen im Dampf. Und dann werde ich Ihnen zeigen, wie man am Tisch frisch räuchern kann. Also ein Lachs wird hier vor Ort auf dem Teller geräuchert. Und dazu gibt es ein Meerrettich-Risotto. Super. Ja. Also, wir haben, liebe Zuschauer, ich glaube, sehr gute Gerichte. Und wir haben ganz tolle Mitbewerber in dieser Küche. Mhm, hier. Die auch versuchen zu kochen. Den möchte ich jetzt erstmal gerne. Ne? Ja, ich meine die. Ja. Herzlich willkommen, Horst. Hallo, mein Johann. Johann, weißt du, jetzt, wo ich weiß, was du kochst, freue ich mich schon wahnsinnig, wenn du am Tisch räucherst, weil so ein brennender Tisch in der Sendung hatten wir noch nie. Das wird bestimmt sehr, sehr, sehr schön. Ja? Was ist das hier? Das ist ein Kohl, der mit dir eine Sache gemeinsam hat. Er heißt Spitzkohl und ist grün. Und wenn ich dir helfen darf, grün bist du nicht. Aber? Spitz. So, wie weit bist du, meine liebe Katja? Ja, ich bin hier am... Guck mal, das ist doch eine herrliche Aufgabe, ne? Und zwar diese wunderbaren Amaretinis einfach kaputt zu machen. Du darfst da auch Aggressionen bei loswerden. Pass auf. Ja? Die nimmst du dir so. Und dann darfst du mal ruhig so tun, als wenn das jemand ist, mit dem du schon lange mal reden wolltest. Ja, 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 richtig, ja. Pass auf, die andere Hand auf, ja. Mensch, den hast du aber wirklich Kraft mit dem Typ, ja? Komm, zeig mal. Na, ich bin noch sehr harmlos, bei mir fällt ja alles runter. Nee, ich halte alles fest. Zeig ihm einfach, wie stark du bist. Ja, ja, ja! Jetzt ist wirklich, oder? Könnte noch mehr? Reicht, oder? Wunderbar, guck mal, die klatschen schon im Takt mit. War das ein Sänger oder Lebensgefährte oder was war das? So, du machst erstmal die Backform fertig. Das heißt, schön ausgebuttert. Die Amaretinis schön klein gemacht. Rundherum, die geben nachher eine wunderbare Kruste. Dann machst du den Teig. Womit alles? Weißt du das auswendig schon?
mit Quark. Ja, das ist schon mal schön. Ist ein Quarkteilchen. Quark mit Eiern natürlich. Eigelb und Eiklar separat. Zitrone unbehandelt aus dem Biohaus. Ne? Du kannst auch jetzt Pause machen. Guck, ich habe was gefunden für dich. Was hast du gefunden? Aber ich will hier erstmal weitermachen. Also Puderzucker. Nein! Willst du mich verarschen, Johann? Ich dachte, den machen wir erst. Weißt du, wir haben ja mal nichts vorbereitet für die Sendung, wie immer. Ne? Liebe Zuschauer, guck mal hier. Er hat nie was vorbereitet, er hat nur den Kuchenball gekauft. Spaßverderber. Weißt du, einmal gehe ich hin und nimm mir ein Beispiel an meinem Johann und bereite vor. Und schon hast du die Arschkarte. Der Sack kriegt alles mit. Das macht nichts. Wir machen einen neuen Kuchen, ne, Kind? Ja. So, weil der da drinnen, der schmeckt ja auch gar nicht, ne? So, du schaffst das auch in der Zeit. Biologisch. Ach, Johann, hast du den Fisch schon vor der Sendung gefangen? Schade. Ja. Wir hatten versprochen, dass du den erst fängst. Der ist ja schon geräuchert. Ich habe also jetzt hier den Lachs in große Scheiben geschnitten und schneide den Rest jetzt in kleine Würfel zum Füllen. Weil wir machen ja Lachspralinen und machen innen rein etwas Lachs-Tatar. Lachs-Tatar besteht aus Lachs, dann gehen wir... Unfassbar! Damit kommst du in die News. Damit kriegst du Titelblatt. Johann Lafer macht Lachs-Tatar aus Lachs. Was hast du jetzt noch dran getan? Olivenöl. Kalt gepresst. Kalt gepresst. Pfeffer. Guck mal, alte Männer, die drehen nicht mehr selber. Das läuft dann elektrisch. Hört auch wieder aus, guck mal. Ja, vor 2 Jahren hast du das noch selber gedreht. Das weiß ich noch. Etwas Knoblauch. Auch frisch geschnitten. Siehst du, schöne kleine Würfel. Nicht zu viel. Guck dir das an. Selbst Knoblauch wird nicht mehr gepresst oder gehackt. Sondern nur noch leicht gedreht. Ja, hast. Du hast zu viel abgenommen, Johann, du verlierst Kraft. Was? Das ist doch hier die moderne Küche, guck mal. Was machst du denn jetzt? Korianderkraut kommt jetzt dazu. Oh, ich da musst das. Du drehen, Johann. Nee, das wird jetzt klein gehackt. Oh, da machst du selber jetzt, ja? Ja, sicher, klar. Sehr schön klein. Mhm. Das ist jetzt ein perfektes... Ein Applaus bitte für den. Ja, danke. Ja. Johann, das Publikum liebt dich dafür. Ja, klar. Ich habe übrigens den Spitzkohl selber gerade geschnitten. Dankeschön. Siehst du, Johann, das ist ein Publikum. Da kannst du mal sagen, was du willst. Ne? Ja. Sag mal, Horst, so, was macht Biolek? Wirst du da hinten fertig mit den Kartoffeln? Nee, ich mache hier schon. Ich lasse schon die Glocken läuten, du. Ja. Du Katja? Schon, ich schaff das mit den Pflaumen jetzt während der Sendung, wenn ich die alle so... Wenn ich das sagen darf, du machst das sehr, sehr schnell sogar. Ja, ja, ich beeile mich auch. Wenn wir Glück haben, wird der Kuchen sogar besser wie der, den ich vorbereitet habe. Übrigens mit den Amoretinis, da habe ich noch einen Gedanken für dich. Ja, Johann? Darf ich denn wissen, wo du den gekauft hast? Nein, den haben wir vor der Sendung backen lassen. Ja. Ich habe hervorragende Mitarbeiter gefunden, die deine Jacken tragen. Ist ja auch besser, man greift mit der Hand rein. Ne? Ja. Mhm. So, und die haben dann gesagt, wir backen den einmal vor. Ja, warum? Und, warum? Ja, warum? Also ganz einfach, weil diesen Kuchen zu machen, der wirklich sensationell lecker ist, braucht man alleine für die Vorbereitung gute 20 Minuten. Ja. Problem ist, er muss aber 35 Minuten backen. Ja. Da die Sendung nur 45 Minuten netto hat und wir zwischendurch nur erzählen, könnte es passieren, dass er nicht fertig wird. Aus Sicherheit, um dein Gesicht zu wahren, liebe Katja, haben wir schon mal einen vorbereitet, so wie Johann das eigentlich täglich das macht. Das ist doch sehr gut. Das ist aber sehr sozial. Das erste Mal, dass du nicht fertig wirst, oder wie? Dass ich nicht fertig werde? Ja. Na, ich bin das doch, die nicht fertig wird. Du wirst ja auf jeden Fall fertig. So, jetzt muss ich, ich muss ja auch noch was tun. Scheiße. Oha. Jörg? Ja? Machst du noch was anderes außer Kartoffelschälen? Nee, du, zu Hause habe ich Personal für sowas. Oh! Ja, klar. Man hat Personal für Kartoffelschälen zu schälen. Genau. Wen hast du denn da? Das ist der Kartoffelschäler. Und lass mir die S-Klasse auch immer in Urlaub kommen, weißt du? So wie Frau Schmidt macht das ja gerne. Ulla. Darf ich Ulla zu dir sagen? Natürlich. Ja. Was, darf ich dir jetzt mal was zeigen?
Sag mal, Jörg, was hast du eigentlich gedacht bei der Geschichte mit dem Auto? Ulla hat das ja so gerechtfertigt. Ich habe gesagt, also ich habe kein Steuergeld veruntreut. In Wirklichkeit war das ja nur, da stand bei der Kohle Verwendungszweck für Bereitstellung von Tamiflu im Ausland. Da habe ich gedacht, Tamiflu im Ausland heißt Taxi, Mietwagen, Flugzeug. Aber die Ulla Schmidt kocht gerne, ja. Weil das ist das Einzige, was man ohne Arzt auf Rezept kann. Und wie fand der Steinmeier die Geschichte? Keine Ahnung, den habe ich nicht drauf. Schade. Oh, Johann. Das sind jetzt Lachspralinen, siehst du? So schön mit Glasfolie gewickelt. Boah. Innen das da, außen das Filet. Tierisch. Guck mal hier. Es knistert zwischen uns. Ja. Ach so, du machst die Folie ab wieder. Ach so. Ja, sicher, klar. Und die werden jetzt so gegart, dann werden sie leicht geräuchert. Ja. Und zwar wir garen die hier in so einem. Weißt du, was ich toll finde bei den Lachspralinen? Ja. Diese Überraschung, wenn du in den Lachs reinbeißt, dass sie mit Lachs gefüllt sind. Schau mal was. Ja. Was, ich habe hier so einen schönen Dämpftopf, ja. Komm mal hier. Will einölen. Und dann setzen wir die drauf, unten drunter ist Fischfond und etwas Weißwein. Und dann werden die bei ganz geringer Temperatur gegart, dass sie schön saftig bleiben. Sehr gut. So, guck mal hier, der Lachs ist doch hier. Wunderbar. Der Lachs ist ein Traum. Ein Traum. Ja, weißt du, was unglaublich schade ist? Erzähl mal. Ich habe ja davon geträumt, einmal mit Inge Meisel zu kochen hier. Hör auf. Ja, aber ich habe es leider nicht geschafft. Das hast du. Michael Jackson geht auch nicht mehr. Ja, aber ich hätte denn so, der hat Inge gesagt zu mir. Ich weiß, das kommt immer wieder. Ja. Na, also eins muss ich mal sagen, du bist ja wirklich ein dummer Junge. Alles, was ich jetzt essen könnte, wäre das, weil das ist schon püriert, weißt du. Es geht ja alles, muss ja dental passieren. Interessante Frauen. Bitte? Ich finde andere interessante Frauen, die mit Essen auch schon Erfahrung hatten, wie Desiree Nick zum Beispiel. Die war schon hier. Naja, das muss man mal sagen im Dschungel. Da ist ja alles ganz anders. Das isst man ja nicht. Sowas hatten wir ja alles gar nicht. Wir haben uns nur gut gefühlt, als wir aus dem Dschungel raus sind, haben uns im Flieger gefühlt wie die Amerikaner nach der letzten Wahl. Wir haben auch gejubelt. Hurra, wir haben den Busch hinter uns. Also, wen ich ja gerne mal hier hätte, aber der kommt ja auch nicht, ist Udo Lindenberg. Ne? Also, Katja, also Udo Lindenberg wäre schon toll. Der kommt nicht? Das ist so eine Sache, ne? War der schon da? Ach so. Nee, ich telefoniere gerade mit ihm. Udo, ja, genau. Hörst du mich? Ja, ich höre gerade zu, du. Und bin hier gerade mit einer Kartoffelgans, ne? hinterm Horizont geht's weiter und hier die Kartoffel als gleich hintersehen. Ich mache eine neue CD als Nuschelrock. Sag mal, könnte Udo Lindenberg mal gerade anrufen? Ja. Ja, komm ruhig hier rüber. Ach so, hier. Ja. Ja. Hier willst du anrufen, echt? Komm. Wer willst du anrufen? Hier, bitteschön, ich habe schon gewählt, du müsstest relativ zügig kommen. Rechtlich bedenklich. So. Du bist Udo Lindenberg. Hallo? Hallöchen, hier ist Udo Lindenberg, hallo. Alles klar, wer ist denn da? Hallo, hier ist Amma. Ja, schön, okay. Pass auf, du kannst mit mir Telefonsex haben. Ich mache jetzt so eine Nummer mit Lebensmitteln. Das ist ganz pervers, weißt du? Ach so. Ich kann übrigens unheimlich gut Johann Lafer nachmachen. Pass auf. Moment, ich muss mir gerade konzentrieren. Ja, super, Herr Bär. Ich bin gerade Johann Lafer als Pantomime. Hallo? Hallo? Hier ist Johann Lafer, der echte. Okay. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt hier? Das war Jörg Knirr übrigens. Ach so, ja, hallo. Super, ich habe nämlich auch eine Frage. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ach so, Frage haben Sie auch noch? Ja, weil ich habe die Sendung letzte Woche gesehen. Ja. Und da war ja die liebe Ingrid von Bergen. Ja. Und die hat das ja mit dem Eischnee irgendwie also nicht so richtig festbekommen. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie man das denn so richtig festbekommt. Das lag an der Frau van Bergen. Johann kriegt nichts mehr fest. Also man nimmt beim Eischnee eine ganz saubere Schüssel, das Eiweiß am besten kalt schlagen, es darf nichts dabei sein, was vom Eigelb kommt. Und dann erstmal das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen und zum Schluss den Zucker reintun. Sie hat den Zucker sofort reingeschüttet und das Problem war dann, dass das Eiweiß nicht mehr richtig steif geworden ist. Ach
Und das Eiweiß sollte möglichst kalt sein, dann geht es noch besser. Mhm. Ansonsten gibt es da nicht viel dazu zu sagen. Ja, ja, oder Lebensmittel wie Viagra reinschmeißen. Was ist das? Glutamat, hast du mir doch erklärt. Ja, oft da. Also, wollen Sie noch den Horst haben? Ach ja, gerne doch. Hallo Schatz, sag mal, woher kommt denn deine tiefe Stimme? Woher hast du diesen unglaublichen Bass? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist einfach so, ne? Aber sehr süß, ne? Gehst du denn schon in die Schule? Ja, das wurde ich schon öfters gefragt, komischerweise. Aber die Schule habe ich dann doch schon hinter mir. Und ich wie alt bist du denn? 21. Oh. Ja. Und dann fragst du nach, wie man was steif kriegt, du Ferkel. Also ich würde sagen, red mal mit Mama, ne? Schön. Also in dem Alter, Johann, darfst du darauf nicht antworten. Du bist komplett, du bist... Ich sage dir, irgendwann sperren sie dich hier vor der Tür ein. Wenn so was, dann drück mal das Ding durch. Ah, jetzt soll ich auch noch drücken. Ja. Ja, so. Kriegst du mal Saft raus. So. Zimt. Also was koche ich überhaupt? Also Risotto. Risotto, genau. Ich habe hier Reis angeschwitzt mit Knoblauch und Schalotten. Jetzt gebe ich dazu Weißwein. Wir machen jetzt ein Meerrettich-Risotto. Lass den Weißwein jetzt erstmal verdünsten und dann Johann, kommt da vorne. Apropos Fleisch anschnitzen. Gehst du noch regelmäßig in die Sauna? Horst, anderes Thema bitte. Entschuldige bitte. So, wir machen jetzt zusammen den Kartoffelsalat, wir zwei, ja? Wir machen einen Curry-Kartoffelsalat, ja? Was habe ich gemacht? Aus Versehen den Herd ausgemacht. Speckstreifen schneiden erstmal. Wenn man da was draufstellt, geht der aus. Das ist Induktion. Das ne? war aber nur das, das hast du da hingestellt. Nee, hier stand. Was? Entschuldige bitte, mein Fehler. Horst. Johann. Guck mal, was kochst du eigentlich? Drauf. Ich versuche gleich Zanderfilets in einer Kartoffelkruste zu machen. Versuchte gerade in nicht kochendem Wasser meinen Spitzkohl zu blanchieren, den ich nachher in Eiswasser abschrecke, um dann eine wunderbare kleine Soße zu machen, aber recht altmodisch. Und zwar mit einer Mehlschwitze hochgezogen mit Milch und Sahne. Was macht er mal einen Kuchen heute? Ich mach gleich noch einen Kuchen, aber das macht ja Katja. Guck mal da hinten, was sie fleißig ist. Ach so, ich hätte dir sagen sollen, dass das spritzt. Warte, wir haben ja nicht. So wird nichts steif. Nee, so kannst du das steif auch. Steif wird es da. Ja. Warum kannst du das nicht? Du kannst jetzt direkt am Teller mixen können, sag dir mal gerade. Mach mal aus. Ja, danke schön. Ups. Ja, halt mal fest. So. Okay. Weißt du, dafür haben wir diese wunderbaren Schüsseln. Du kochst sehr viel zu Hause. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte sagen, man merkt so am ganzen Handhaben. Nee, es ist nur. Dieses Bitte? Ding stand nicht hier, deswegen habe ich es nicht genommen. Ja, ist ja unglaublich, dass das nicht alles hier vorne steht. Muss man sich einfach besorgen. Ne? Darf ich dir noch einen Trick zeigen? Ja. Wenn du hier in die Ecke gehst. Genau. So. So. Das habe ich mir gerade gedacht. So, und dann kannst du schön anfangen zu mixen. So. Ja. Wir machen einen asiatischen Kartoffelsalat mit Zuckerschoten. Dann geben wir dazu Speck, Shiitake-Pilze, rote Zwiebeln. Das mal alles noch schneiden, Jörg, ja? Okay. Ja, du kannst schon mal dann die Zwiebel schneiden, in Streifen. In Streifen, aber nicht in Würfel. In Streifen, genau. Guck mal, du darfst bei mir richtig kochen und Jörg darf nur schneiden. Ja gut, Ivan. Bitte? Ich meine, nein, der schneidet ja schön. Was der Witz ist, ich habe zu Hause ein Profi-Messerset, aber dieses große Messer ist eigentlich mein Lieblingsmesser. Ich mache fast alles damit, selbst Nase bohren. Ehrlich? Ja. Ach, deshalb siehst du Mach mal vor. Würde ich schon gerne sehen, wie du das einmal machst. So. Was machst du denn in der Mitte der Küche mit laufendem Mixer? Das kann ganz gefährlich werden. Nee, pass auf, noch ein Trick, noch ein Trick. Ja? Das ist nicht wie mein Auto, was man anmacht, bevor man fährt. Ich habe es so ganz klein gemacht. Ja, ja, aber trotzdem, es dreht sich. Man meint, wenn sie statt einmal quer durch die Schuchze in den Pullover hochdreht. Und dann? Ja? Guck mal her. Ja. So.
Pass auf, wenn du das jetzt hochhältst, ja? Ja. So, und du machst das einfach an. Ja, das ist eine Riesensauerei. Ich hab's so da rein gemacht, Mensch. So, erst rein. Erst rein. Dann langsam so, anmachen. Und dann kannst du das schön vorrühren. Weißt du, ich bin so ungeduldig, deswegen ist es immer alles zu schnell. Ich merke das, dass du ungeduldig bist. So, schön vorrühren. Ja, reifen, genau. Also dann wechselst du hier vorne die Einsätze. Ja, genau. Und schlägst dann bitte das hier das Ei schön steif. So. Oh, das ist vorrühren. Jetzt sieht das gut aus, ja. So, so machen wir es raus. Ja, warte. So, weiter geht's. Küche vertanzt sich. Horst, brauchst du Hilfe? Ich möchte mich umbringen, Johann. Warum? Warum? Ich mag, wenn man ausgeglichene Menschen um sich hat. Das wär schade, Horst. Die so ruhig sind, danke schön, lieber Johann. Dann mache ich's auch nicht. Ja, schade. In dieser Sendung. Und der andere gehört da rein, oder was ist das? Nee, du bist wirklich eine sehr ausgeglichene Person, ja. Hier rum. Ja. Jawohl. So, also, so. Super. Guck mal, so geht's doch, ne? Na klar. Siehst du, mach's wieder vorher an. Katja, wenn du erst das rein und dann an. Ja, weißt du warum? Weil sonst spritzt dir das alles ins Gesicht und das wäre blöde. Guck mal, wie schön das jetzt geht. So, Johann. Das sind die Dagebilde hier, gell? Guck mal. Das sind die Dagebilde, die braten wir jetzt schön mit den Zuckerschoten. Du hörst gar nicht zu, oder? Nee, Johann. Ich hab nur gerade an was anderes gedacht. Ich muss zuhören. Schau, guck mal. Weil ich hab gerade was gesagt, da darf man erst ab 23 Uhr sagen. Was denn? Hat aber keiner begriffen. War ich jetzt froh, du. Kann man die roh essen, ja, ne? Nee, nix roh. Ne? Die Kiele müssen weg. Johann? Ja, bitte. Möchtest du wissen, was ich gedacht habe? Was denn? Das kann ich jetzt. Du kannst es jetzt? Dann sage ich doch nicht mehr, Johann. Was sagst du mir? Sehr schön. Ja, mach ruhig noch ein bisschen fester. Einmal so am Rand. Sehr schön. So, dann zeige ich dir auch gleich, wie unterheben geht. Was sagst du denn mir? Auch wenn ich die Gefahr dabei sehe, dass mein Essen heute nicht mehr fertig wird. Aber ja, macht ja nichts. Der Kuchen ist ja schon fertig. So. Dann muss ja mein Essen nicht wirklich auch noch fertig sein. Also wir brauchen jetzt hier Zuckerschoten mit Shiitake-Pilzen, gell? Sehr schön. Mhm. Ja. Und da vorne brauchst du das Risotto. Einmal ganz hoch. Wir wieder rühren zwischendurch. Nee, brauchst du nicht mehr. Nee. Wir machen das hier raus. So. Pass auf, den Mixer brauchen wir auch nicht mehr, damit du mehr Platz hast. So. Aber Risotto ist auch bei Köchen, glaube ich, mit die Königsklasse, ne? Also das muss richtig schön, dauert 18 Minuten ungefähr. Schlonzig sein, ne? Ja, schön schlotzig. Aha. Und hier schön die Pilze schön braten mit den Zuckerschoten. Nichts blanchieren, sondern nur kurz braten in Olivenöl. Super. Erst muss man den richtigen Reis nehmen beim Risotto, ja? Reicht das zwiebelmäßig? Oder? Das reicht so, kannst reicht, du schon ne? hier dazugeben, zu den Aha. Zuckerschoten. Kurz anbraten. Ja. Die Reissorten heißen Arborio, Cannaroli oder Vialone. Muss auf der Packung draufstehen und dann... Arborio, Cannaroli, Vialone. Jetzt ist der italienische Nationalmannschaft? Nee, nee, nein! Das war Johannes Paul, als er im Kongo gelandet ist. Arborio, Cannaroli, Vialone. Das ist... Das, der Papst spricht Küchenlatein, weißt du? Ja. So. So. Schön alles anbraten hier und auch immer umrühren zwischendurch. Schön verteilen hier drin. Ja, genau. Dann brauchen wir Erdnüsse gehackt, bitte. Ah, jetzt müssen sie da rein, ne? Und ich hole das Rost. Ja. Und dann die Pflaumen schön rein und dann ab in den Backofen. Schade, dass mein Essen nichts wird heute. Sehr schade. Oh, Johann, hast du schon Fleisch im Kühlschrank vorgebraten? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Applaus, Johann Lahr verbrät Rostbeef im Kühlschrank. So, hier. Fertig. Das ist ja das Einfachste, was es gibt. Ne? Ja, das hat er bei mir aus dem Kühlschrank geholt. Mach du das mal im Kühlschrank nach. Aber Johann, wo hast du das denn her? Das Rostbeef gebraten. Frisch gebraten vor der Sendung. Ja, wer, wann? Zufälligerweise der oder die so, gleiche, die meinen Kuchen gebacken hat. Ich habe schon um 10 Uhr angefangen heute. Ja, ja. So, komm.
Jetzt machst du die Füllung fürs Roastbeef. Ja, heißt? Das ist Ricotta. Ricotta. Ja. Dazu gibst du Erdnüsse, gemahlen, geröstet. Dann gibst du dazu etwas Limonenschale. Aha. Und Koriander gehackt. Gut, also erstmal alles, was wir hier gemacht haben, ne? Genau, alles schön sauber machen. Aha. Ich gebe jetzt dazu zu meinem angebratenen Gemüse etwas thailändische Currypaste. Ja. Kennst du das? Der Reis Ranitzky ist ja ein Wahnsinnsfan von Kochsendungen. Du willst mich jetzt ausbeuten hier. Du kennst mein Repertoire. Was würde er denn sagen jetzt, wenn er hier sein dürfte? Wenn er hier sein dürfte? Er findet ja Kochsendungen wahnsinnig toll, ne? Du weißt. Grauenvoll. Letztens war ich in einem Geschäft, wollte einen Wein kaufen. Hat sie gesagt, für Sie ein guter Burgunder, 6,70 Euro. Ich habe gesagt, was, 6,70 Euro? Ich nehme diesen Preis nicht an. Johann, du weißt ja, der Reich Ranitzky kann uns ja nicht leiden, ne? Also ich habe vor kurzem in Frankfurt gekocht, bei jemandem zu Hause, er war auch als Gast. Und am Ende des Essens hat er dann gesagt, welcher Schwachsinnsgastgeber hat so viel zum Essen bestellt? Hat aber alles gegessen. Er braucht doch keine Brühe, der spuckt sowieso alles durch seine Lispeln so sehr. So, guck mal. So, Jörg. Jetzt schneidest du als nächstes dann das Rostbeef in Scheiben. Aha. Wie dünn? Mit der Aufschnittmaschine. Ah, wunderbar. Nicht zu dünn, schon kann schon was Schönes sein, ja? Das hat der Karl-Mund auch gesagt. Da kam ich letztens, sagten sie, was ist das denn? Da langsam ein bisschen unverschämt, Johann. Du brätst das Fleisch nicht selber, du schneidest das Fleisch nicht selber. Gleich lässt doch noch andere essen, oder was? Was machst du eigentlich da, Johann? Wie dünn wollen wir es denn haben? Herr Lafer. Aber Scheiben, nicht Stücke. Ja, so. Sag mal die. Herr Kalm und Scheiben, bitte. Ja. Ja, die Leute haben ja gesagt, dann das machen ist wir wie schnell Rostbeef Carpaccio. Das muss so dünn sein, da musst du durchgucken können. Dann habe ich gesagt, Blödsinn, mach zwei Löcher, ja, wenn kannst du den durchgucken. Weg hast. Oh, zart. Prost. Ja, Johann? Das sieht ein bisschen aus wie bei Körperwelten hier, ne? Super Rostbeef. Mach dir so. Guck mal hin, jetzt haben wir mal, komm her, schau her, hier. Mal probieren. Super gleichmäßig gebratenes Fleisch, Wahnsinn, Horst. Das ist super. So, schöne Scheiben schon jetzt, 10 Stück machen wir. Was mein Kühlschrank alles kann, bei Johann. Siehst du mal. So, jetzt schneidet er einmal Carpaccio und lässt sich für zwei Scheiben abfeiern. Ja. Unglaublich, und ihr klatscht doch noch, also ich bin ein bisschen entsetzt. Der Horst. Das ist ein richtiges, gutes Publikum. Sehr schön, Katja. Also ich mag das Publikum, aber was hast du denen versprochen dafür, dass die klatschen, wenn du zwei Scheiben Braten abschneidest? Guck mal her, die sehen zum Beispiel alle schon sich mit Sehnsucht entgegen, dass sie sowas essen dürfen nachher. So ein Kartoffelsalat. Guck mal hier, Horst, wie das aussieht. Das sieht sehr schön aus, Johann. Wir machen dafür das erste Mal im deutschen Fernsehen rückwärts kochen. Am Anfang der Sendung haben wir gezeigt, wie der Kuchen aussieht, fertig. Und jetzt zeigen wir, wie er aussieht, nicht fertig. Für den Backofen. Weil ich habe nämlich mit dem ZDF geredet, die lassen die Sendung ausnahmsweise mal rückwärts laufen. Und dann glauben alle Menschen, wir hätten den Kuchen gemacht. Ne? Und Johann ist nachher nicht fertig. Der stellt auf einmal gebratenes Fleisch in den Kühlschrank. Der Johann guckt sich immer die Pornos rückwärts an, weil er sich so freut, wenn der Mann das Geld zurückkriegt. Nee, das lassen wir so. Schieben wir im Backofen. Ja. So, wir haben noch 10 Minuten, 30 Minuten muss er backen, das schaffen wir. Okay, wir machen dann auch mal den Ofen an. Scheiße, das habe ich vergessen. Du brauchst doch keinen Ofen bei dem Kuchen, der fertig ist. Aber warte ab, Johann. Dem geben wir jetzt mal ordentlich Temperatur. So. So, der Unterschied zwischen Johann und mir ist übrigens, Johann guckt die Pornos und ich habe sie gedreht. Sag mal, Leute, das ist eine Kochsendung, hey. Ja, ich tue jetzt in die Milchschwitze Milch. Sag mir, was ich tun
soll. Ja, spült schon mal alles. Nein. Pass auf, du bist mit dem Kuchen soweit durch. Wir machen unsere Mehlschwitze jetzt gerade für die Soße. Ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Mehl angeschwitzt für die Soße. Mhm. Könnte mag sein, ich dass wir jetzt. Mehlschwitze finde ich nicht schön. Findest du nicht schön? Nee. Ich auch nicht. Ich mache deswegen auch gleich Sahne rein. Aha. Ja. Dann schmeckt man das Mehl nicht mehr so. Nee, genau. Ja. Mensch, die wird aber dick, du. Ja. Komm, ja, Johann, ich brauche einen größeren Topf. Weißt du, das wird rühren. Ja, du mal. Raus. Ja. Also, Horst. Man weiß ja nicht, wie viel Soße das noch wird, wenn ich so weitermache. Horst. Das ist die wunderbare Vermehrung. Ich habe das Gefühl, du solltest. Nee. Warte ab, Johann, das ist Soße. Lieber, du solltest den Topf weg. Filme drehen. Ich sollte mehr Filme drehen, ne? Oh. Guck mal, noch ein bisschen Milch rein. Guck mal, in dem Topf sieht er doch gar nicht mehr viel aus. Wunderbar, aber euch bleibig, ihr seid so schön verrückt, ja? So, wir machen einfach einen Liter mehr, können wir damit noch fließend kleben. Ja, genau. Ja. So. Dafür sieht mein Fisch hier in dem Teich wunderbar aus. Da gibt es gar nichts. Aber guck mal, der ist jetzt schön hier. Ja klar, sehr schön. Was man muss nur große Töpfe nehmen. Aber da machst du ein richtiges Gewürz rein, ja? Ja klar kommt da noch richtiges Gewürz rein. Weil es soll ja nachher lecker werden. Gibt's ja. So, ich denke mal, dass ich das da irgendwie drauf tue. Ne? So, komm her. So. Oh. Gesundheit! Gefährlich. Ist jemand verletzt? In Mallorca haben die alle schon die Küchenrolle vorm Gesicht. Ja, das war ja ganz schlimm da. Ne? Sag mal, lebt eigentlich Boris Becker da noch? Jetzt hört's auf da mit dem Kasperl. Aber zu dem Thema noch von Heinz Erhardt. Da geht's. Der Puppenspieler von Mexiko, ja, ist gerade überhaupt nicht froh. Nee, gestern haben sie ihn begraben. Schwein muss man einfach haben, nicht? So. Ja. Das machst du hier richtig schöne Röllchen, ja? Also die Röllchen kriegt man übrigens. Ich mache das einen Bäcker für dich. Übrigens, der Kuchen kommt nicht von dem Bäcker. Der Bäcker ist nämlich im Moment mit der Lilly. Die hat auch ein Röllchen gekriegt, aber. Übrigens gibt's das Zimmer noch. Das war so klein wie der Kühlschrank. Da in London, da war doch so ein Zimmer, da war ich drin. Und da steht jetzt so ein Schild dran, Störtebäcker-Zimmer, weil nämlich am nächsten Tag in der Bild-Zeitung stand und niemand störte Bäcker. Einfach so drauf und rollen. So, wir haben jetzt hier einen richtig leckeren Kartoffelsalat. Guck mal, Horst. Das sagst du so. So kann ein Kartoffelsalat aussehen. Wieso tut die Pfanne es hier nicht? Super schön mit roten Zwiebeln hier, guck mal. Und nicht mit, so. Mit Mayonnaise beerdigt, ne? Und alles von Biolek geschnitten. Mmh. So, pass auf, bist du so lieb, liebe Katja? Magst du den ganzen Speck schön nebeneinander in diese Pfanne legen? Jetzt dann? Den rösten wir da drin. Warum sieht es denn so scheiße aus bei mir? So, ich probiere da mal die Soße. Das ist jetzt meine. Auch schlimm. Jörg? Ja, nicht so schlimm. Wieso meinst du denn, dass das scheiße aussieht, wenn du das rollst? Ja, es ist, guck mal hier, das ist eine patentierte Laferrolle und das ist ein Knörkramsel. Eine verknörzte Rolle. Eine verknörzte Rolle, genau. Das sieht aus wie ein Bioball. So, vielleicht kann man das noch ins Gesicht schmieren hier. Und jetzt? Wie und jetzt? Ach so, jetzt, ja, jetzt aufpassen, dass der schön knusprig anbrät. Ja. Hast du da so ein ja, ich habe Temperatur drauf, ja. Temperatur, nee, das meine ich nicht. Ich meine einfach nur, dass ich aufpassen kann mit so einem. Du hast schon. Nee, das siehst du ja. Die erste Gute. Ja. Nee, die brauche ich gleich für den Fisch. Du. Aber du würdest sehen, wenn der anfängt zu braten. Ja. Wenn der schön knusprig wird. Also, ja, so großzügig, wunderbar. Guck mal hier, so schöne Röllchen, ja? Auf den Salat. Hier müssen wir jetzt ein bisschen schön würzen, ne? Und was noch? Ich mache jetzt hier gleich unseren Fisch fertig. Oh, Johann, du hast die Remoulade gerade selber gemacht, das habe ich jetzt verpasst. Erklär noch mal, was hast du da gemacht bei der Remoulade? Ach, das ist geil. Das ist Ricotta-Käse. Ricotta mit Nüssen. Kokosmilch, Nüsse. Nicht schön. Ist. Und normaler Reis, ja? Nicht schön. Oh, das schaffe ich ja nicht. Gib's dem Horst. Horst, hier. Beiß rein. Ich schaff das.
Weil ich kann da jetzt nicht reinbeißen, danach muss ich den Schnäuzer abrasieren. Ich bin nicht so ein Fleischesser. Du bist kein Fleischesser? Nicht so viel, nee. Dafür hast du aber richtig schön reingebissen und das sieht sogar aus, als hättest du einer Kuh in den Hintern gebissen. So roh ist das so. Was? Nein, das ist ja noch richtig, aber schön. Leg's ruhig dahin, wenn du nicht magst. Ich bin ein bisschen zu dicke. Hm. Magst jetzt du nicht so gerne? Da esse ich jetzt mal kurz. Fleisch? Nicht so viel. Hm. Warum nicht? Nö, irgendwie einmal im Monat vielleicht. Hm. So, jetzt machst du die Petersilie, streng noch drauf, ja. Da schön garnieren, da vorne die Platte. Ich esse einmal pro Stunde Fleisch. Ich bin halt mehr ein Gemüseesser oder sowas. Ja, aber deswegen esse ich ja nur Tiere, die sich vegetarisch ernähren. Das ist auch, ist gut so, das ist schon mal ein Vorzug. Ich bin einfach ein grünes Grünverzehrer. Das heißt, du gehst generell nur einkaufen im Ökoladen? Ja. Schmeckt's nicht, Johann? Spitzkohl? Johann, hast du Scheiße gebaut? Soll ich dir helfen? Machst du da Knoblauch rein? Das kommt jetzt weg. Hier in das? Johann, sag ruhig, was hast du gemacht? Milch oder Sahne? Das ist Milch, mein Schatz. Das war ein Fehler. Es war, ich bin zu viel salzig. Sag noch mal, Johann, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, es ist zu viel Salz drin. Ist verlebt. Nein, es geht jetzt. Geht jetzt. Meine Damen und Herren, das können Sie übrigens jetzt beim ZDF als Klingelton runterladen. Johann Lafer, ich habe einen Fehler gemacht. So. Kannst du eigentlich den Johann nachmachen? Umdrehen? Nee. Ja, umdrehen. Warte, ich komme. Es gibt einen Kollegen, der macht das so toll. Was hältst du von dem Andreas Müller? Der macht das so unglaublich. Ist das richtig. Und bei Switch, die Deko, die sieht aufwendiger aus als das, was hier ist. Tja, das war ziemlich böse von dir. Ja. Aber ist in Ordnung. Wir haben dafür Verständnis. Dafür sind wir originaler als die Originale. So. So, du nimmst auch jeden Löffel zum Rühren, ne? Jetzt machen wir noch ein bisschen Petersilie drunter. Und das Meerrisotto, das muss schön schlotzig sein, so wie jetzt hier. So schön leicht, sämig. Oh. Und jetzt kommt noch Parmesan rein. Frisch gerieben. Ja, und du hättest das gar nicht sagen sollen, dass das versalzen ist. Warum? Ich hätte stillgehalten. Wieso? Sag mal, Jörg, was machst du da? So, und wie lange muss ich mache ein Tellergericht. Bis es knusprig ist. Gut. Geht aber besser im Ofen. Ja, ich hab's aber nur runtergemacht, damit ich es umbringen kann. Weil ihr seid aber du könntest ja Sternekoch werden, das machen die auch am Teller malen. Die nehmen nur Soße dafür. Ja, aber dich male ich nicht, wäre ja sonst ein Seniorenteller, ne? Jawohl! Gib's ihm mal. Der braucht Druck. Johann, ich finde, du hast das nicht versalzen. Nein. Was kann ich denn jetzt machen? Ich bin ein ganz guter Assistent. Hör mal, Knör, den Teller da, ne? Den löhnst du, den kriegen wir nie wieder sauber. Welchen Teller meinst du? Den du da mal kritzeln bist. So, ich habe das mal gemacht. Ich habe mir ein Autogramm geholt bei Charles Aznavour. Da warst du der Einzige. Ja, ja. Und ich komme nach Hause und war ganz stolz drauf, dass er unter die Zeichnung unterschrieben hat. Und meine Perle zu Hause aus der Ukraine sagt am nächsten Tag, Herr Jörg, alles große Katastrophe. Ich sage, ist der Teller kaputt? Nein, schlimmer. Es ist nicht alles abgegangen. Ich sollte auch gar nicht. Wie ist es mit den Kartoffeln? So. Haben die was mit uns zu tun? Kann man mal kurz den Zuschauern noch zeigen, wie hier dieses mit dem Lachs geworden ist? Ja. Da guck mal, die Röllchen hier. Die Kuppeln sind super schön saftig. So. So, zwei Stück Johann, drauf. Waren das nicht eben noch Lachspralinen? Lachspralinen, genau. So, und jetzt machen wir Räucher. Jetzt tun wir räuchern. Was ist das? Das ist eine Räucherpistole. Mhm. Da kommt oben Räuchermehl rein. Jetzt macht Johann Feuer am Tisch. Und liegt der Helmut Schmidt mit dem Marlboro, ne? Warte mal. Johann, willst du kiffen oder was in der Sendung? Sollen die alle dann noch? Oder? Johann Lafer macht Crack live in der Fernsehsendung. Du brauchst ein anderes Feuerzeug, Johann. Ich habe sowas auch mal gehabt für Zigarren, die sind vollkommen kacke. Na, als Koch muss man nicht technisch auch ein Genie sein, oder? Hier, soll ich das irgendwo hin tun? Guck mal, über unseren Kuchen maulen, aber Reis versalzen, Technik versagt, Rauchen in der Sendung. Also den lassen wir hier verstrutzeln oder tue ich das hier auf diese?
Nee, die machen wir, warte mal, so ein bisschen hübsch hier dran. Ja. Machen wir ein bisschen grün dabei. Und dann setzen wir uns schon mal mit dem fertigen Kuchen. Oh, Johann! Oh, meine Schüssel. Oh, jetzt. Welche Schüssel, Johann? Jetzt machen wir den Fisch unter der Schüssel. Das riecht aber lecker, Johann. Sag mal, Lapo, du hast du noch nicht alle, oder? Das soll ich dein Ernst. Mein Herr. Schau mal hin, hier, live im deutschen Fernsehen, live geräuchert, hier auf dem Teller. Hallo. Schau mal da, komm. Und einmal Zanderfilet in einem wunderbaren Kartoffelkruste mit Spitzkohlgemüse. Ja, komm nach vorne, komm. Ich komme. So. Tränengas-Fischbällchen beim Herrn Larfer. Und damit wir mal einfach zeigen können, das hier ist der Kuchen, den wir eben frisch gemacht haben. Darf ich mal zeigen? Bitte schön. Und er wird identisch von der lieben Katja. Identisch, guck mal. Wie der, den wir vorbereitet haben, weil wir wussten, dass die Zeit nicht reichen der wird. Der geht so auf, ja. Der geht genau so auf. Weißt du, der ist auch noch verdammt heiß. So. So, ich würde aber gerne, dass du den jetzt rausholst aus der Pfanne. Soll ich ihn rausholen? Gerne, Johann. Gerne. Das ist keine Pfanne, das ist eine Form, du Doll. So. Kleinen Moment, Johann. Sehr schön, ne? Ja. Ich jetzt mal, was ihr da sag mal, das Gemüse, hast du das irgendwo da mit dabei? Oder ja, so? Das liegt unterm Fisch, damit man es nicht sieht. So. Brauchen wir noch ein großes Messer. Oh, der ist ja toll. Ja. Hättest du doch die Platte drunter gelassen. Das ja, wollte ich ja, aber guck mal hier. Fällt der nicht aus. Warte mal. Johann, da bist du schuld. Nein, ist er nicht. Ich stelle mir eine Bedingung. Doch, du darfst, warte mal, ganz kurz. Komm, wir setzen uns. Da muss man sich dann absetzen. Katja. So, da der Herr Biolek ja nie gekommen ist. Ich gib eine neue Sendung. Ja, was würde denn der Biolek jetzt zu dem Kuchen sagen? Zu dem Kuchen? Da könnte ich mich reinsetzen. Wunderbar. Und ich mag ihn. So, setz euch jetzt hin. Die neue Sendung. Katja köstlich, klasse. Bitte. Sehr süß. Oh. Ja, komm, setz Katja, Kind, setz dich. Ja, bleib hier, ja, bleib hier. So, wollt ihr mal alle dran riechen an dem Rauch? Komm, Katja, komm her. Ja. Komm dran, du, komm auch dran hier. Da ist was im Erdloch rauchen. Unglaublich. Das ist was? Dann lieber einen komisch aussehenden Kuchen. Aber sah toll aus. Tschüss, ihr Lieben, bis nächste Woche Samstag. Dankeschön, Katja Eckstein. Danke. Ja, cool. Dankeschön, Jörg Schnör. Danke, Johann.